Neues Video, herzlich willkommen. Bevor das Video anfängt, habe ich noch zwei Sachen für euch. Erstens, das Video wird etwas anders sein, als wir es gewohnt sind, als die anderen Videos. Zwar habe ich nicht von dieser Woche einfach so einen Wochenrückblick gemacht, wie ich es bis jetzt immer gemacht habe, sondern das ist noch von letzten Wochenende. Letzte Wochenende bin ich nämlich an einem Influencer-Event in Bayern. Wir sind vier verschiedene Milchbetriebe anschauen, wo sehr interessant war. Spoiler, ein Betrieb hat sogar 1000 Kühe gehabt, also der ist sehr eindrücklich gewesen. Und ich habe aber dort nicht immer reingeredet, also in die Kamera geredet, sondern ich habe ein paar Videos gemacht von dem, was wir gesehen haben. Wir sind irgendwie 10 Influencer gewesen. Wer wissen will, wer alles mit dabei war, soll bei Instagram oder TikTok schauen, dort habe ich auch schon ein Video geladen. Und jeweils habe ich es bei Instagram Stories gemacht. Und ja, das ist das Erste, also es wird ein bisschen anders aufgebaut sein, das Video, wie es ist. Ich habe einfach im Nachhinein beim Videoschneiden dann drüber geredet. Da, wo ich gesehen habe, oder wo ich auch gesehen habe, Videos, habe ich dann noch ein bisschen kommentiert im Nachhinein. Und dann das Zweite, das ist etwas Spezielles für dich, vielleicht auch ein unerwartet. Zwar wird da vorerst mein letztes YouTube-Video sein, mein letzter Vlog, so wie ihr es kennt. Ich sage vorerst, ich weiß noch nicht, ob ich ganz aufhören werde, ob ich einfach mal eine Pause mache für längere Zeit oder ob ich vielleicht andere YouTube-Videos werde machen, aber ich werde vorläufig einfach keine Vlogs mehr hochladen, aus verschiedenen Gründen. Einerseits ist, es braucht halt gleich auch sehr viel Zeit neben dem Arbeiten und Kurzvideos auf Instagram und TikTok mache ich auch immer noch genau gleich weiter wie vorher und YouTube braucht mindestens genau nochmal so viel Zeit. Und ich muss sagen, für mich, ich mache auch Kurzvideos einiges lieber als YouTube. Hat mir auch schon Spass gemacht, also ich habe auch richtig cool gefunden, dass immer so viele Leute zugeschaut haben und cooles Feedback, positives Feedback bekommen von euch. Also auch ein riesen Dank an euch, dass ihr mich so unterstützt habt bei diesem YouTube-Projekt. Aber mir gefällt einfach Kurzvideos noch mal ein bisschen besser, ich schneide gerne Videos zu. Und darum haben wir jetzt entschieden, dass ich lieber dort noch ein bisschen mehr Zeit investiere. Und dann gebe ich jetzt vorläufig mal das Projekt YouTube auf. Ja. Aber mir bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen als vielen Dank für eure Unterstützung, dass ihr meine Videos immer angeschaut habt. Und dann finde ich jetzt euch noch mit dem letzten, vorläufig letzten Video viel Vergnügen. Der erste Betrieb, den wir anschauen, sind, ist ein Biobetrieb mit rund 100 melkenden Kühen. Die Kühe werden gemolken von einem Melkroboter von Lemon Fullwood. Übrigens, alle vier Betriebe haben das Melksystem von Lemon Fullwood gehabt. Da hat uns der Bauer ein interessantes System gezeigt, wie man Kühe erkennen kann. Da sieht man es jetzt an der 29, hat es dann so richtig blinkendes Licht. Ich komme mittlerweile lieber recht früh in den Stall, da wo es noch so leicht dämmerig ist. Ich mache alle Lichter eigentlich aus, dann musst du nur dahin laufen, wo jetzt dann auch wirklich was leuchtet. Das hier ist eine Ammerkuhhaltung. Da wird die Kühe nicht tun, die kein ideales Auto haben für den Melkroboter. Und die dann hier ihre Kälbchen aufziehen. An dem 933er Fendt ist uns der Umkehrlüfter von Cleanfix gezeigt worden. Zur Demonstration haben sie hier Sägemehl angesaugt. Und nachher haben sie eigentlich per Knopfdruck in der Kabine können die Flügel vom Lüfter wechseln, also rotieren, sodass die Luft nicht mehr ansaugt, sondern ausstößt. Und so kann man halt den Lüfter reinigen. Nach der Vorführung ist es weitergegangen von einem Biobetrieb zu einem konventionellen Betrieb. Und dieser Betrieb hat sage und schreibe 1000 Kühe gehabt zum Melken. So etwas habe ich auch selber noch nie gesehen. Das war sehr eindrücklich. Die Molche wird hier in einem sogenannten Karussellsystem. Da können 60 Kühe gleichzeitig gemolken werden. Sie melken dreimal am Tag melken und haben jeweils etwa 3,5 Stunden zum Melken. Zum Füttern haben sie einen selbstfahrenden Futtermischwagen. Und nicht nur einen, sondern einen zweiten. Das ist einfach zur Sicherheit, falls mal einer ausfallen würde. Was auch sehr eindrücklich war, ist die Silowand. Die ist einfach 8 Meter hoch. Eine weitere Zahl, die sehr eindrücklich ist, ist die Länge von dem Stall. Das ist einfach 140 Meter lang.
Bevor es weiter zum nächsten Betrieb geht, möchte ich noch schnell etwas erwähnen zum Tierwohl. Zwar könnte ich mir vorstellen, dass wenn jemand hört, dass 1000 Kühe auf einem Betrieb sind, dass man eher damit verbindet, dass der Tier nicht so gut geht. Aber ich muss sagen, wenn man Kühe oder Kuh ans Einzelne anschaut, dann sie hat genug Platz, sie kann immer zu fressen, sie hat eigentlich alles, was sie braucht. Darum, ich muss sagen, der einzelne Kuh geht in so einem Stall nicht unbedingt schlechter als in einem kleinen Betrieb. Ein weiterer Vorteil bei so einem grossen Betrieb ist natürlich, dass alles effizienter ist. Mitarbeiter können sich auf einzelne Arbeiten spezialisieren und sind dann in diesem Bereich Profis. Trotz allem finde ich es persönlich bei uns zuhause mit unseren 30 Mutterkühen immer noch einiges angenehmer zum Arbeiten. Der dritte Betrieb, den wir angeschaut haben, war schon wieder einiges kleiner. Da hat es 77 oder 78 Milchkühe gehabt. Ich sage es also genau, weil da ist eigentlich genauso die Grenze zwischen 1 und 2 Roboter zu haben. Und sie haben jetzt auf dem Betrieb nur noch einen Roboter. Es gibt Betriebe mit 75 Milchkühen, die schon einen zweiten haben. Da hat es mit der Effizienz zu tun. Bei ihnen geht es jetzt mit einem Roboter. Wenn man in Bayern an eine Milchviehhaltung denkt, denkt man wahrscheinlich typischerweise eher an eine Anbindehaltung als den Betrieb mit den 1000 Kühen, die wir vorher gesehen haben. Und bei dem Betrieb, wo wir hier waren, war es bis auf ein paar Jahre auch so gewesen, dass die Kühe in einer Anbindehaltung gelebt haben. Und jetzt hat der Betrieb einen neuen Laufstall gebaut, bei dem er sehr auf den Tierkomfort geschaut hat. Die Liegefläche habe ich zum Beispiel noch interessant gefunden. Wenn ihr hier seht, es schwappt richtig rum. Das sind nämlich Wassersäcke. Der Vorteil an diesem System ist, dass Wasser, die Wärme von der Kuh, die gegen oben abgestoßen wird, schön verteilt. Und so hat sie eigentlich immer eine kühle Liegefläche. Der vierte Betrieb, den wir anschauen sind, war für mich so, weil man sich einen typisch bayerischen Milchviehbetrieb vorstellt. Die Kühe auf der Weide, ein kleines Dörfli, im Hintergrund Berge. Alles sehr idyllisch. Auf dem Betrieb werden die Kühe mit einem Milchroboter gemolken. Und wie so ein Milchroboter funktioniert, sehen wir jetzt. Der eine ist vielleicht aufgefallen, alle Kühe haben hier so ein Band am Bein, das ist das sogenannte Pedometer. Mit dem kann man eigentlich verfolgen, wie aktiv eine Kuh ist und so kann man eigentlich frühzeitig erkennen, wenn die Kuh etwas hat, also wenn sie zum Beispiel nicht so fit ist oder wenn sie stierig wird. Sobald man sieht, dass eine Kuh unverhältnismäßig aktiv oder inaktiv ist, kann man frühzeitig etwas dagegen unternehmen. Das wäre es von diesem Video. Darum jetzt ein letztes Mal. Danke vielmals fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch alles Gute.